Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mad Eagle Dynasty. Hier in meinem wunderschönen Dorf, am besten Spot im ganzen Game. Also nachweislich wirklich. ich habe mega Bock. Ich hoffe ihr auch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Vergesst den Kommentar nicht und ein Like wäre auch nicht schlecht. Ansonsten, ja, viel Spaß mit dieser Folge und damit let's go. Die Verwaltung sagt mir wieder, wir haben ein Problem. Wo haben wir ein Problem? Oh, der Brunnen. Der Brunnen muss repariert werden. Genauso wie die Jagdhütte. Oh, wir müssen einige Sachen reparieren. Und in der Küche fehlt eine Person. Ja, okay. Der Brunnen und die Jagdhütte muss repariert werden. Ist ja kein Problem. Machen wir doch easy. Wir gucken uns mal kurz an, was die Jagdhütte jetzt für ein Problem hat. Da oben, ne? Da oben fehlen Stöcker wahrscheinlich. Zwei Stöcker, ja. Okay, die habe ich noch im Inventar. Zack, repariert. Ist ja kein Problem. Und jetzt der Brunnen. Eigentlich Jagdhütte 2 wäre auch mal cool. Aber ich glaube, dafür müssten wir selber erstmal ein bisschen jagen gehen, um das zu leveln. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe gerade, dass das Haus da oben, das erste, was bezogen ist, das kleine da, auch noch nicht mit Kalkstein bearbeitet wurde. Hier brauchen wir 4 Stroh für. Okay, hole ich mal schnell aus dem Lager raus. Wir können auch wieder viel Flachs dreschen. Ja, lass uns mal den Flachs. Ah, vorher mache ich nochmal Dünger schnell, weil das sieht gerade so aus, als ob wir sehr, sehr viel Dünger verbrauchen und eventuell bald out of Dünger sind. Aber ist ja kein Problem. Mache ich mal schnell. Oh. Einmal gegen den Zaun gerannt. Schön. Oh ja, 100% Dung heißt, wir waren schon lange nicht mehr hier. Lass mich mal durchschweinen. Ihr kackt aber auch viel. Ihr macht viel Kacki, ne? Das sieht man hinten an dem Eberpo. Viel Kacki dran. Oh, die kleinen Eselzen. Na, macht ihr schön Bubu? Alles schläft, nur meiner nicht. Der passt auf. Mann, was pennen die jetzt schon? Naja, den Dung im Lager lasse ich mal da, weil wir haben ja jemanden, der in der Scheune theoretisch Dünger herstellt. Deswegen lassen wir den erstmal da, damit er was zu tun hat und hier nicht die Meldung kommt, dass er keine Ressourcen hat und so. Aber die 40 Dünger, die haben wir jetzt erstmal so aus dem Kalten heraus mit dem Kacki, was die Tiere noch zwischen ihren Beinen hatten. Haben wir mal 40 Dünger schön gemacht. Schön. Okay. Flachs, ne? Flachs haben wir jetzt viel geerntet. Haben wir noch irgendwas, was wir dreschen müssten? Haben wir Roggen? Nee, Roggen haben wir nicht. Okay. Dann machen wir das mal mit dem Flachs. Flachshalme können wir wieder viel draus machen. Klamottenmäßig und so. Und 315 Leinsamen. Schön. Die Flachshalme nehme ich gleich mal und mach daraus Dings. Leinengarn. Ja, Leinengarn. 126. Schön. Neues Level in Produktion. Das lese ich doch gern. Da können wir ja gleich mal gucken. Wir sind jetzt Level 9, ne? Diplomatie haben wir erst Level 2. Landwirtschaft Level 5 erst. Und Jagen auch Level 2. Also Produktion haben wir auf jeden Fall krass geboostet, ne? Geringer Ausdauerverbrauch beim Bauen. Schnelleres Herstellen in der Küche. Ja, dann machen wir da mal geübten Baumeister. Das gehen wir mal weiter. Leinengewebe, ne? Stellen wir wieder die Hälfte, machen wir wieder zu Leinengewebe. Und lagern das erstmal ein. Wir müssten eigentlich ein wenig jagen gehen. Sollen wir mal so eine Jagdfolge machen? Wo ich halt nur jagen gehe? Vielleicht nur auf Wiesente oder so? Keine Ahnung.
Um einfach das ein bisschen zu leveln und ein bisschen Leder reinzukriegen hier. Erstmal gehen wir schlafen. Jemand hat hier noch eine Quest für mich. Du ja. Wir gucken mal, was er will. So, gucken wir mal, was er für eine Quest hat. Tagebuch. Wen juckt's? Sprich mit Sedovin. 50 Dynastiepunkte. Who the fuck is Sedovin? Ach so, da irgendwo in der Stadt. Ja, okay. Naja, wir gehen erstmal pennen. Ich habe noch so viel zu tun. Also theoretisch könnte ich jagen leveln. Wir könnten aber auch anfangen, die Häuser zu dekorieren. Ich glaube, ich gehe da oben erstmal die drei Wiesente jagen. Dann können wir immer noch entscheiden, was wir tun. Ob wir da weitermachen oder nicht. Oh, da vorne ist ein Loot-Spot. Oh ja. Okay. Eisenpfeil. Oh. Ja, wir müssen gleich erstmal fighten. Okay. Easy kill. So, jetzt können wir weiter looten. Sind noch ein paar Eisenpfeile da. Was ist das? Ist das was zu looten? Nee. Ah, so ein Bogen wäre geil. Irgendwie. Oh, 200 Münzen. Auch nicht schlecht. Brennholz nehme ich auch immer gern. Ansonsten ist hier noch irgendwas? Irgendwie nicht so aus. Magere Ausbeute, würde ich sagen. Gehen wir mal aufs nächste Wiesent. Oh. Oh, 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 oh. Bogen ist kaputt. Langbogen wird ausgerüstet. Auf die 4. Ja, wir haben noch Steinpfeile. Ah, er hat mich erwischt. Ja, komm schon, fall doch um. Okay, er ist umgefallen. Irgendwo muss hier noch ein Wiesent sein. Bei zwei, glaube ich nicht, dass es war. Ich glaube nicht, dass sie nur zwei waren. Haben wir eigentlich noch? Wo sind denn unsere ganzen Steinpfeile? 26 Stück, guck mal hier. Ja, easy. Waren hier wirklich nur zwei Wiesente? Oder habe ich eins übersehen? Wir können da drüben die Wölfe noch jagen. Die geben, glaube ich, auch ein bisschen was an XP. Erwischt. War hier nur ein Wolf? Irgendwie komisch. War noch immer sonst mehrere. Jagdgebiet entdeckte Wildschwein. Oh ja, nehme ich gern. Wo sind die? Und so ein Wolf. Erwischt. Messer. Ich brauche ein Messer. Sticks and Stones. Und wo ist hier noch ein Wolf? Wer hat einen gehört? Da. Neues Level in Jagen, sehr schön. So schnell geht's. Aber da sind wir ja auch erst Level 3, also. Ein bisschen was müssen wir noch. Müssen wir noch jagen. Gucken wir uns erstmal an, was wir jetzt, ja, habe ich ewig nicht geskillt, ne? Ruhige Hand. Ruhige Hand beim Zielen und Fernkampfwaffen.
Ja, das wird geskillt, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall eine ruhigere Hand haben. Wir sind noch nicht krass überladen, deshalb geht's mal noch weiter mit der Jagd. Da vorne sind nämlich Wildschweine. Zumindest eins sehe ich. Bei erlegt. Geht gleich viel besser, die Jagd. Er rennt weg. Okay, erwischt. Schön. Jagdhütte 2 freigeschaltet. Easy peasy. Sehr gut. Da hätten wir die gar nicht reparieren brauchen, könnten wir eigentlich gleich auf die nächste Stufe heben. Lohnt sich hier echt, ein bisschen jagen zu gehen. Ah, ich brauche schon wieder ein Messer, ey. Es fehlt mir Stöcker. Natürlich. Okay, okay. Bin noch nicht ganz voll, also vollgeladen. Deshalb versuche ich jetzt nochmal weiter jagen zu gehen. Da vorne ist nämlich ein Hirsch. Ich hätte gerne nämlich noch ein paar Hirschschädel. Als Deko. Wisst ihr, was ich meine? Ach, verdammt. Greift das Reh mich an? Oh mein Gott. Die Hirschkuh, meinte ich. Sie hat mich angegriffen. Hast du gesehen? Die kam direkt auf mich zu. Hirsche jagen ist auch richtig undankbar. Ja, natürlich immer abhauen. Ich hab ihn erwischt. Noch die Frage, welche Kuh habe ich angehittet? Ich glaube die da, die so langsam ist. So, wir sind jetzt schon in der Stadt, also in der Nähe von der Stadt. Deshalb werde ich hier auch gleich mal die Quests abschließen, die ich von meinem Typen da habe. Wen juckt's? Oh, meine Leute sind out of Brennholz. Ja. Da sollte ich mich gleich drum kümmern. Warte mal, wie sieht's denn aus? Ich habe jetzt einen Haufen Fleisch, ne? Das könnte ich ja theoretisch jetzt zu gebratenem Fleisch machen, ne? Ich brauche nur ein paar Stöcker. Das machen wir mal noch. Dann können wir noch ein bisschen Geld verdienen. Da ist noch ein Luchs. Und weg ist er. Brauche ich eine Fackel? Oh, für eine Fackel brauche ich Stroh. Lol. Naja, dann verkaufe ich das Fleisch halt so. Ach, ist das dumm. So. Kaufen wir mal ein bisschen was ab. Ich habe nämlich zu viel Zeug dabei. Auf jeden Fall mein ganzes Fleisch. 823. Wie viel hätte ich wohl bekommen, wenn ich das gebraten hätte? Ah! Naja, egal. So, jetzt müssen wir mit dem Typen da sprechen.
Mit dem Seduvin. Ist das der, der uns da, der uns hier aufgezogen hat? Aufgepäppelt? Das ist doch der. Ach, das ist der Arzt hier. Ah, okay. Goodbye, dear. Jetzt muss ich wieder mit meinem Typen sprechen. Okay. Dachte ich mir schon fast. Wir müssen sowieso zurück ins Dorf. Hier gibt's auch Gänse. Oh. Was kriegt man aus Gänsen? Also das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist eine Arbeitsstation. Die habe ich auch schon mal gesehen. Okay, Gänse gibt's hier auch. Müssen wir uns merken. Ich hätte gerne meinen Esel jetzt. Kannst du mich in mein Dorf bringen? Nee. How do you do? Ja, ja, der fährt mich nur zu den anderen Dörfern. Das bringt mir nichts. Ich will zu meinem. Eigentlich müsste man, also, das wären noch so ein paar Sachen, die so in das Spiel mit reinkommen müssten. So eine Fuhrstation müsste man auch bauen können. Damit der Fuhrmann da einfach hinkommt, der muss ja nicht aus, also der muss ja einfach nur der Fuhrmann sein. Und dann bringt er uns halt zu einem anderen Dorf. Easy peasy. Einfach eine Schnellreisemöglichkeit. Okay, das ist ziemlich teuer, diese Schnellreise. Aber dann überlegt man sich's dann halt auch, ne? Wenn du jetzt überladen bist und bist am Arsch der Welt und findest so einen Fuhrmann an einem Dorf, dass der dich mal zurück in dein Dorf bringt für 140 Münzen, ist schon... Warum nicht? Weißt du, was ich meine? Also es gibt hier so viele Sachen, die noch, wo ich Verbesserungsvorschläge hätte, die einfach worth sind. Also die einfach Sinn machen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Mods dafür. Weiß das jemand, ob es Mods für Medieval Dynasty gibt? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr sowas schon mal gehört habt. So, ich bin zurück im Lager. Das Leder tun wir erstmal rein, den Pelz auch. Und jetzt, wir brauchen Brennholz, ne? Dafür nehmen wir einfach mal jetzt Holzstämme. Mal so 30 Stück. Du trägst zu viel. Ja, ja, ich weiß. Machen wir mal Brennholz draus. 124 Brennholz. Das dürfte eine Weile reichen. Nehmt euch doch hier einfach vom Brennholzstapel. Dafür ist doch der da. So. Jetzt gucken wir mal. Erstmal Technologie. Genau, wir haben den Holzschuppen 2 freigeschaltet. Genau. Den müssen wir noch bauen. Die Näherei 2 können wir machen. Also die Näherei aufwerten. Jagdhütte 2. Echtrophäe. Recurve-Bogen. Sehr nice. Schaffellteppich. Mhm, okay. Jagdhütte 2. Das können wir auch machen. Ich wollte aber nochmal in die Verwaltung gucken. Erstmal haben wir hier irgendjemanden... Wir haben jetzt 2 neue Mütter. Mhm. Welche Schuppen sind unterbesetzt? Das müssen wir jetzt gucken. Holzschuppen, alle besetzt. Sehr gut. Fehlt aber Werkzeug, genauso wie im Grabungsschuppen. Jagdhütte ist besetzt. Petschuppen 3 von 4, Scheune 1 von 4. Tierhaltung ist alles besetzt. Küche fehlt eine Person. Hm, okay. Wir haben ja jetzt diesen Holzschuppen hier mit Lotus Lava. Lotus Lava. Möchtest du nicht vielleicht in der Küche arbeiten? Hast du da Bock drauf oder eher nicht so? Er hat auf jeden Fall einen Dreierwert. Dann arbeiten Sie mal bitte in der Küche. Ja, von da nach da. Sehr schön, oder? Kurzer Arbeitsweg. Genau, wir brauchen Äxte. Und Spitzhacken.
Ich mach einfach mal 35 Steinäxte. Das reicht eine Weile, würde ich sagen. Das ist jetzt die größte Menge an Steinäxten, die ich jemals gemacht habe mit einmal. So, jetzt brauchen wir Holzstämme und Steine, ne? Wo sind die Steine? Da. Pickaxt. Mach mal 15. 15 ist okay. Okay. Sehr schön. Jetzt dürfte eigentlich in der Verwaltung nichts mehr offen sein. Nö. Alles cool. Ja, okay. Alle Zeichen da oben sind weg. Schön. Dann Jagdhütte aufwerten. Jagdhütte 2. Also Kräuterhütte könnte ich natürlich auch bauen. Fühle ich aber gerade auch nicht so wirklich. Kräuterhütte? Also nur fürs Gebäude würde ich das, glaube ich, machen. Eine Kräuterhütte herstellen. Also, oder beziehungsweise eine Kräuterhütte bauen. Bretter nehmen wir mit und Holzstämme. Also die beiden Jägerinnen haben jetzt natürlich erstmal Pause, während ich das mache. Ist auch krass, dass wir zwei Jägerinnen haben. Und was machst du eigentlich? Ist dein Job? Okay. Aufwertung Jagdhütte abgeschlossen. Gucken wir gleich mal. Hat er das übernommen gleich? Jagdhütte 0 von 4. Mhm. Du bitte. Und du. Ja, das sind die zwei. Ah, das hat er übernommen, dass wir Fleisch jagen wollen. Okay. So, ich muss was trinken, sonst verdurste ich. Und wir werden mal mit dem Typen sprechen, der da diese Beschwerden hatte. Ach, der sitzt hier. Okay. Gönn dir. Seduwin wird sich diesen tödlichen Ausschlag ansehen. Ich danke dir. Vielleicht erreiche ich ihn noch, bevor der Tod mich erreicht. Ich bin sicher, das wirst du. Okay. Ich habe ein bisschen Reputation bekommen. Wie viel Reputation haben wir gerade? 2400. 2400 klingt wieder danach, dass wir jemanden ins Dorf holen könnten. Weil wir die 400 geknackt haben. Aber erstmal werden wir die Näherei auf die Nummer 2. Okay, jetzt hat's überall Wände. Jetzt ist es nicht mehr so offen wie vorher. So, Näherei 2. Schön. Der hat auch hier meine Tonvase übernommen. Sehr gut. Die steht jetzt indoor. Schön. Das Dach verschmilzt hier schön mit dem Baum. Ich liebe sowieso meine Bäume hier im Dorf. Sind super. Schöne große Ahornbäume. So, wir haben dann noch Grabungsschuppen 2, ne? Aber erstmal gehe ich schlafen. Nicht Grabungsschuppen, sondern Holzschuppen. So, letzter Tag im Sommer ist natürlich auch wieder Zeit, um zu schauen, ob die Landwirtschaft funktioniert. Können wir eigentlich auch schon Küche 2 machen? Nee, können wir noch nicht. Oh, eine Schenke wäre so geil. Das wäre cool. So, hier ist alles gedüngt soweit und unbesät. Hier auch. Hier ist Kohl gesät. Schön. Hier ist Karotten sind gedüngt. Also Dünger brauchen wir gerade überhaupt nicht. Und Hafer wächst. Gut. Gut, gut, gut. Ja, trotzdem nochmal Dünger machen. Weil das ist mein täglicher Job. Dünger machen. Ich bin der Düngertyp. Der Kacki-Mann. So, okay. Dann, ich würde mal erstmal einen Holzschuppen aufrüsten. Und dann würde ich beide Holzdamen, die wir da haben. Haben wir da zwei Frauen, oder? Oder haben wir da zwei Männer? Ich weiß es nicht. Jedenfalls würde ich die zwei in einen Holzschuppen setzen.
Und dann können die sich den Job teilen sozusagen in einem Holzschuppen. Und den anderen werde ich erstmal nicht aufrüsten, solange wir nicht die Notwendigkeit sehen, dass wir noch einen Holzschuppen brauchen, der arbeitet. Wisst ihr, was ich meine? So. Ist ja auch echt wenig, was man hier an Material braucht, um den aufzuwerten. Vielleicht mache ich den anderen auch gleich, wenn das hier so easy geht. Ja, sehr schön. Ja, dann mache ich den anderen auch. Scheiß drauf. Dann lasse ich die auch da drin, in ihren Jobs und so. Und wenn wir mehr Holz brauchen, werde ich da zwei neue Leute einstellen. Einfach. Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir so wenig Material brauchen, um den Holzschuppen zu upzugraden, ne? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich einfach nochmal den hier auch. Den mache ich jetzt einfach auch. Hopp. So. Dann sieht es doch gleich viel, viel cooler aus hier, unsere Ecke. Jetzt muss man nochmal in die Verwaltung gucken. Irgendwas ist jetzt hier mit den... Ach so. Die Holzschuppen haben natürlich keine Leute. So. Du in den Holzschuppen. Und du in den anderen. Alter, die eine hat 6, die andere hat 7. Also Level. Gewinnung, ne? Ihr wisst, was ich meine. Krass. Hatten wir jetzt noch was? Nö. Das einfache Haus haben wir noch nicht gebaut. Ist das da oben noch? Ist da? Nö, jetzt haben wir alles geklärt. Wie ist das mit den Holzschuppen? Ihr macht jetzt auch noch euren Scheiß, ne? Du machst Holzstämme, genau, und der andere macht wahrscheinlich Stöcke. Ach, 70-30. Okay, alles klar. Gut, dann macht er halt 70-30. Läuft bei euch. Wie sieht es mit dem Holzbedarf sowieso gerade aus? Alles noch easy. 555 und 158,1 brauchen wir gerade. Also easy peasy. Hatten wir jetzt noch was wir aufrüsten können? Ne, wir haben die Näherei aufgerüstet, wir haben die Jagdhütte aufgerüstet, wir haben die Holzschuppen aufgerüstet. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre eine Kräuterhütte zu bauen. Einfach nur, damit wir eine Kräuterhütte haben. Denn das Gebäude habe ich noch nicht gebaut. Vielleicht hier so daneben oder so? Irgendwo, wo es passt. Also hier könnten wir auf jeden Fall eine hinstellen. Die fügt sich vielleicht hier so ein bisschen in das Bild ein. Ich wollte hier sowieso ein bisschen mehr so Jagdstuff hinstellen. So irgendwelche Felle, die gerade trocknen und so. Also hier diese Arbeitsstation. Ihr wisst, was ich meine. Die hat natürlich wieder Flechtwände. Und ein Strohdach. Also brauchen wir da wieder Stöcker und Stroh, um das hier fertigzustellen. Ich will gleich mal gucken. Ein bisschen dekorationsmäßig. Wir brauchen mal Leinengarn und Stöcke für diese Felle. Ja, okay. Dann holen wir uns mal Leinengarn, Stock und Stroh. Das ist auch der nächste Point, wo ich sage, ich baue ein Lager hin. Einfach auf die andere Flussseite. Irgendwann. Aber noch haben wir es ja nicht nötig. Also Lagerkapazität haben wir ja immer noch sehr viel. Noch haben wir es nicht nötig, dass wir irgendwie hier drüben ein Lager bauen. Aber wenn, dann würde ich hier eins hinsetzen irgendwo. Guck mal, Alter, Bärenfellgestell. Das fühle ich ja. Stell für Wolfsleder. Vielleicht hier vorne hin. Boah, cool. Nice. Ja, ich versuche jetzt mal. Ich mach mal ein bisschen die Ecke hier hübsch. Ich will die Ecke mal hier ein bisschen hübsch machen. Einfach, damit die nicht mehr so rough aussieht. Also klar, die soll noch ein bisschen rough aussehen, weil einfach das hier die roughen Jobs sind. Aber so. Kräuterhütte ist am Start, am Stisselmissel. So, hier haben wir einen kleinen Schießstand. Das fühle ich sehr. So, meine Freunde, ich habe die Ecke mal ein bisschen aufgewertet, ne? Wir haben jetzt hier einen kleinen Schießstand, den man schön schießen üben kann. Ne? Boah, ey, Genauigkeit 100%. Guck einer an. 12,4 Meter.
Schön, na? Profi, sage ich da nur. Profi. Ja, der kleine Busch, der stört mich hier noch ein bisschen. So, und hier haben wir natürlich jetzt so ein paar Fälle. Ich muss was essen. Der geht mir auf den Sack, dieser Charakter. So, hier haben wir ein Wolfsfell ausgestellt, ein paar Fässer. Hier ist die Kräuterhütte, ne? Hier kann man so Kräuter sammeln und bla bla bla, keine Ahnung. Hier vorne haben wir das Teil, was ich schon vorher hatte, wo man so ein bisschen Leder gerben kann. Hier drüben ist noch ein Bärenfell aufgehängt. Hier gibt es eine schöne Bank. Ja. Der man sitzen kann. Wunder, wunderschön. Und hier geht es dann natürlich rein in die Jagdhütte, in der die zwei Mädels arbeiten. Hier ist nochmal Zaun drumherum. Hinten haben wir Bretterzaun, hohen. Damit einfach hier, der ist eigentlich nur dafür da, dass man, hier verfehlt, dass der Pfeil in der Bretterwand stecken bleibt. Und dann habe ich den einfach durchgezogen. Hier vorne ein bisschen abgehoben, der Schießstand. Finde ich ganz cool. Eigentlich könnte da noch ein drittes hin, ne? Warte mal, ich mach mal noch ein drittes hin. Ich habe keinen Strom, ich habe keinen Holzstamm mehr. Ist egal. Dann sind es halt nur, zwei. Ist egal. Sieht auch gut aus. So. Und ist die Ecke nicht schön? Guckt euch das an. So, mit dieser schönen Jagdecke, die ich hier gebaut habe für mein Dorf, würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht, den Like und einen Kommentar zu schreiben. Das füttert den Algorithmus, das hilft uns allen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.